Jetzt die ganzen Djinns. Könnten wir wahrscheinlich einfach so durchlaufen, aber ich hätte schon Interesse dran, diese Wunderlampen mal aufzusammeln. Du, den da. Stimmt, wir sind gar keine Wunderlampen. Keine Wunderlampen. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen. Komm. Weg, 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 weg. Okay. Kraftheilung. Neue Kraftheilung. Die Djinns waren gar nicht hier. Die waren bei den durch das Fenster springen Aktionen. Schlafen. Nee, du machst gar nichts. Du machst wackelig. Du machst den da. Du machst den hier. Nee, haben wir schon so ein bisschen. Dann kommt der nächste Lichtzauber und dann bringen wir wieder ein, zwei um. Da sind sie alle. Genau, du. Oh. Ja. Komm, komm, komm. Strahlungsschaden, was? Oh, wir sind im Reaktor oder so. Raus, 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 raus. Kraftheilung. Ja, das sah eh schon ein bisschen komisch aus mit diesen Vertiefungen da am Boden. Das ist wohl der Reaktorraum. Sehr schön. Du. Kraftheilung. Strahlungsschaden. Strahlungsschaden. Kristalltotenkopf absorbiert Strahlenschaden. Warum? Okay. Also jetzt, wo die Türen offen sind, kriegen wir wohl durchgehend Schaden, der aber ab und an absorbiert wird wegen unserem Totenkopf. Ja, sollten wir uns beeilen, ne? Also doch nicht mehr alles durchsuchen, alle Djinn-Lampen mitnehmen. Einfach ein, zwei von denen hier umbringen. Was machst du? Zuerst müssen alle Code eingegeben werden, ne? Weg. Heilung. Weg von dem doofen Reaktor. Weg von dem doofen Djinn. So, kriegen wir immer noch? Ja, wir kriegen immer noch Strahlungsschaden. Glaub allerdings, dass wir jetzt da sind, wo wir eben auch schon waren, bei den Djinns nämlich. Du setzt uns mal erneut ein Leuchtfeuer und zwar mitten rein in die Schoße. Ja. Und? Komm schon. Einmal ausruhen. Also das mit dem durchgehend Schaden jetzt bekommen, ist wirklich ein wenig lästig. Geschlossen. Ach, komm schon. Hier nicht. Wir sind feindliche Monster in der Nähe. Talana drängt schon wieder zu einem Armageddon. Aber das muss ja nicht sein, hm? Gehen wir einfach in die Taverne und schlafen wie ganz normal. Geschlossen. Tage gibt's doch. So. Nee, nicht jetzt zurückspringen. Erstmal musst du das da und du das da machen. Hufeisen? Ja, wenigstens Hufeisen haben wir. Erst die Goblins lassen uns nicht schlafen und der Tempel zu und die Taverne zu. Was ist das hier für ein Gaff? So. Jetzt dürftest du uns in ein paar Sekunden, wenn Lay sich auch wieder beruhigt hat, wieder zurück teleportieren. Und dann rushen wir einigermaßen durch. Also ich will nicht ganz stur durchlaufen, ich will wenigstens noch ein paar töten. Aber wir versuchen schon zielorientierter durchzukommen. Also jetzt. Zurückrufen. Graf von Warn. Da ist eine Tür. Na komm. Und
Warum? Ah, deswegen. Bekommt sie so viel Schaden, wollte ich gerade sagen. Repariert. So, weiter, 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 weiter. Du, Kraftheilung. Meister-Gin weg. Du, Kraftheilung. Tür ist verschlossen. Was? Das ist jetzt nicht so schön. Du, Kraftheilung. Aber das sieht aus, als wenn das irgendwo wäre, wo wir schon mal gewesen wären. Also auf der anderen Seite. Also die Tür beim Wassertempel oder die andere Tür bei den ganz, ganz, ganz vielen Gegnern. Okay. So, hier sind die ganzen Djinns. Du. Sind wir hier vielleicht Strahlen geschützt? Oh, ganz viele Geschosse. Jo, 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 jo. Die schießen alle auf Talana. Die übrigens auch mal Licht machen könnte. So. Und ja, wir kriegen hier anscheinend keinen Strahlenschaden. Na gut. den hier umstellen. Kurz verkriechen in der... Oh, Secret? Nein. Ruhige Ecke? Bring uns bitte jetzt hoffentlich noch eine Sorb, egal wo auch der Tempel auf hat. Gut, da waren sehr, sehr viele von diesen Wächtern. Aber das ist ein gutes Zeichen. Können wir behilflich sein? Heilen, 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 heilen. Möge das Glück mit... Zurückbringen nach Todesfalle. Da. Komm, 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 komm. So, stopp, 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 stopp. Du, heilen. Ab um die Ecke. So, kurzfristig ruhig. Du, Kraftheilung. Wir haben schon ein paar davon ausgemerzt. Rüstung überprüfen. Rüstung sind alle okay. Da will einer aufmucken. Das ist okay. Euch lassen wir da, ist egal. Die hier drüben sind das Problem. Du. So. Oh. Komm, komm, komm. Schrapnell, 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 Schrapnell. Nicht zu gierig werden. Ich finde es aber ein wenig schade, dass das Spiel uns quasi zwingt, immer wieder rauszuspringen und zu schlafen oder zum Tempel zu gehen. Möge das Glück mit dir sein. Wobei es nicht ganz richtig ist. Das Spiel zwingt uns nicht, das zu machen. Wir könnten jetzt auch tagelang irgendwo leveln gehen, indem wir Titanen töten. Aber das fände ich dann doch ein wenig fad. Also machen wir lieber so. Außerdem ist es eh schon ein Großteil kaputt. Also laufen wir mal durch. Bücher. Über das Weltenende. Kiste. Truhe ist verschlossen. Was? Was? Ah. Code des Kapitäns. Brief an Garrick. Archibald. Nein, das wird nicht von Archibald sein hier. Code des Ingenieurs. Sehr gut. Wenn die Landung beginnt, Ingenieur, bringe diese Code-Aktivierungsschriftrolle zur zentralen Kontrollkammer und sprecht Aktivierungsschlüssel E-Docs, wenn ihr dazu aufgefordert werden. Alle ranghöheren Offiziere müssen ihre Schriftrolle und Schlüssel präsentieren, um den Weg zu öffnen. Wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Okay, erstmal schreibe ich mir Y-Tox auf. Y. TT? TTOCS. TTOCS. Y-Tox. Mal gucken. Kommt da unten mit hin. Haben wir noch irgendwo Buch?
Buch. Kein Platz. Buch. 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 Töten. Die hatten wir alle schon. Oh. Aha. Kommunikationsoffizier. Wenn die Lernung beginnt, Kommunikator, bringt diesen Code Aktivierungsschlüssel zur zentralen Kontrollkammer und sprecht Aktivierungsschlüssel Uhura. Sehr schön. Achso, das andere ist Scotty. Ja, das sind alles die Star Trek Jungs. Also erste Generation Star Trek Jungs. Ja, wenn ihr dazu aufgefordert werdet, alle ranghöheren Offiziere müssen. Okay. Also Ahuhu. Ahuhu. Das sollen eher sein, so. Ahuhu. Kirk, Scotty und Uhura. Wichtigen sind noch nicht dabei, ne? Ich meine so, ne? Pille und Spock. Wobei Spock überhaupt der Allerwichtigste ist. Weg. 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 So, und jetzt lügnerweise hier rauslaufen. So, so, so. Du heil uns bitte nicht mit geteiltem Leben, sondern damit. Jetzt möglichst schnell zurück zu dem Raum mit dem Reaktor. Da war nämlich so ein weißer Puddel auf dem Boden, wo sie teleportieren konnten. Komm, ein bisschen aufräumen. So. Ja, 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 ja. Au, 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 au. Ja, ja, ja. Gut. Das ist so. Hier könnte die Strahlung wieder anfangen. Tap, tap. Okay, wir schlafen einfach. Egal, ob es jetzt gefährlich ist oder nicht, wir schlafen einfach. Wir sollten noch kurz warten auf Fackellicht und auf den anderen Lichtzauber. Und ich glaube, der Teleporter war auch erst aktiv, wenn wir die Sache eingegeben haben. Das heißt, wir töten. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo die Codes eingeben und dann können wir auf den Teleporter. Du Fackellicht. So. Das heißt, wir müssen den Raum hier eigentlich freiräumen. Um die Rätsel zu lösen, zu sagen. Bist du tot? Ja, bist du. Weg. Weg. Können wir nicht. Zugriff verweigert, okay. Hier vielleicht? Strahlungsschaden, nein. Wo sollen wir denn die Dinger eingeben? Alliops? Hier vielleicht? Oh, wow. Was? Ich bin gerade in den Reaktor gesprungen. Geil, das ist nur eine Idee gewesen. Ja, ja, ja. Strahlungsschäden. Weg, 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 weg. Na komm. Komm schon. Wir werden wieder rausspringen müssen. Das sieht wie eine Solaranlage aus. Komm, 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 komm. Komm schon. Das sind die Waffen? Ja. Repariert. Repariert. Besser. Wir müssen uns raus teleportieren, bevor sie umgibt. Du Leuchtfeuer setzen. Da. Bist du?
Da geht's nur weiter runter. Nee, komm, raus.